eine praktische Erweiterung für das eigene Balkonkraftwerk. Das verspricht das System Solarflow von Centur. Mit Sonnenenergie erzeugter Strom fließt dabei nicht direkt in die Elektrogeräte. Ein Teil wird in einem Lithium-Eisenphosphat-Akku gespeichert. Fließt gerade wenig oder kein Solarstrom, kann der Akku das Hausnetz füttern. Dadurch spart man Energiekosten und hat länger was vom eigens erzeugten Strom. Das System besteht aus zwei Teilen, einem Hub und einem Akku. Der Hub ist für die Verteilung des erzeugten Stroms zuständig. Der Akku hat eine Kapazität von einer knappen Kilowattstunde und eine maximale Ausgangsleistung von 1200 Watt. Durch Anschlüsse am Deckel und Boden kann er ganz einfach gestapelt werden. Gesteuert wird das System über eine App, als Schnittstelle dient der Hub. Bluetooth und WLAN-Modul sind bei Solarflow integriert. Für seinen Test hat unser Redakteur David das Peak-Solarmodul von Solstart mit 370 Watt verwendet. Um in das Netz fließen zu können, muss der erzeugte Gleichstrom außerdem in Wechselstrom umgewandelt werden. Bei David übernimmt das ein Holmiles HM600 Wechselrichter. Damit alles funktioniert, müssen die Geräte erstmal aufgebaut und verbunden werden. Mit Hilfe der Anleitung ist das relativ einfach und auch schnell erledigt. Fließt der Strom, muss die Centur-App noch her. Dafür soll man Solarflow mit dem eigenen WLAN verbinden. Bei unserem Redakteur hat das auch nach ein paar Versuchen nicht funktioniert. Er musste auf Bluetooth zurückgreifen. Ist die Verbindung erstmal hergestellt, zeigt die App, wie viel Strom das Photovoltaikmodul gerade liefert und wie er verteilt wird. Die Centur-App stellte sich jedoch immer wieder als Sorgenkind heraus. Wie viel Strom wann wohin abgegeben wird, weiß man lediglich bei einer WLAN-Verbindung. Unser Redakteur David konnte sich deshalb nur auf sein eigenes Strommessgerät in der Steckdose verlassen. Dazu kommen falsch angezeigte Zahlen beim Ladestand des Akkus. So ist der Akku laut App auf einmal leer und springt im nächsten Moment von 23% auf 71%. An sonnigen bis sehr sonnigen Tagen liefert Solarflow laut Strommessgerät im Schnitt 0,8 bis 1,2 Kilowattstunden an das Hausnetz. Bei David entspricht das circa der Hälfte des Tagesverbrauchs. Für ein kleines Balkonkraftwerk ist das eine beachtliche Leistung. Ein Solarflow-Paket mit Hub und zwei Akkus kostet ca. 1680 Euro. Im Vergleich zu anderen Systemen ein durchaus attraktiver Preis. Ein Problem mit der WLAN-Verbindung gibt es laut Berichten einiger Kunden nur selten. Da hatte unser Redakteur wohl Pech. Denn ohne WLAN steht man immer wieder vor Problemen. Die ganze Anlage macht dann nur halb so viel Spaß. Akkusysteme für Balkonkraftwerke sind dennoch eine gute Idee. Mit ihnen kann man einen Großteil des eigenen Stromverbrauchs decken und das mit sauberem Sonnenstrom.